Hi zusammen, kaum zu glauben, ein Jahr ist schon wieder vorbei und ich habe in den letzten Monaten ab und zu das Produkt des Monats gemacht. Und ich dachte mir jetzt zum Ende vom Jahr mache ich nochmal so einen Rückblick. Alles, was mir jetzt eingefallen ist, was ich gern mag aus verschiedenen Bereichen. Das heißt, ich habe was aus Kosmetik, aus Pflege, Filme und Tasche, Schuhe, also überall, wo so meine Favoriten habe ich zusammengesucht, die mir jetzt momentan eingefallen sind. Natürlich hatte ich vielleicht am Anfang vom Jahr einen anderen Favorit in dem Bereich oder im Sommer natürlich was Luftigeres, aber so aktuell, wenn ich jetzt zurückblickend schaue, dann habe ich einfach die Sachen jetzt zusammengesucht. Und ich würde sagen, ich beginne als erstes mit der dekorativen Kosmetik und da habe ich zunächst, also dieses Jahr war wirklich das Jahr der Neuentdeckung für mich, also was ich auch im Alltag verwende. Und da beginne ich als erstes mit den Lippenstiften. Ich trage seit diesem Jahr wirklich so einmal die Woche Lippenstift. Das ist was ganz Neues für mich, das habe ich früher nie getan. Und es liegt an diesen Lippenstiften hier. Zum einen die Revlon Lip Butters und zum anderen diese P2 Sheer Glam Lipsticks von P2. Und ja, die sind beides ziemlich ähnlich, finde ich. Also von der Textur sind beide eben pflegend und total schön angenehm auf den Lippen. Sie setzen sich nicht in den Fältchen ab und ja, haben so ein bisschen noch einen glossigen Effekt und es fühlt sich einfach pflegend an wie so ein Labello. Wobei der Unterschied doch ist, dass, also erstmal vom Preis, die sind teurer, 8 € teurer oder so. Aber da, die geben mehr Farbe ab und die halten länger auf den Lippen und die eben nicht so sehr, aber trotzdem für 2 € finde ich die toll. Man kann die immer wieder auftragen. Und den habe ich jetzt auch gerade drauf. Das ist die Farbe 070 Pretty Woman. Aber das ist jetzt gerade schon wieder fast weg. Also den habe ich aufgetragen vor 2 Stunden oder so. Aber so leicht ist er noch ein bisschen drauf. Und ja, das ist sozusagen Lippenstift-Favorit. Auch beides eben der Rotton. Ich mag auch bei den Lip Butters am liebsten die Farbe 040 Red Velvet. Ich habe 3 Farben und dieses Rot mag ich dieses Jahr besonders irgendwie. Gefällt mir sehr gut. Und ja, dann habe ich dieses Jahr auch für mich entdeckt, Bronzer oder Konturieren. Und ja, das habe ich einfach schon ein Video dazu gemacht, deswegen jetzt nicht so ausführlich hier. Mein Lieblingsbronzer für dieses Jahr, also den habe ich ja im Sommer schon gekauft, das war die What's Up Beach Babe P2 LE. Und den verwende ich immer noch täglich, also auch wenn ich nicht viel im Gesicht mache, nur irgendwie Puder. Falls ihr fragt, deswegen habe ich es jetzt auch kurz gerichtet, mein Allzeit-Favorite. Puder ist von Manhattan, dieses antibakterielle. Und ich finde es auch jetzt noch gut nach der Texturänderung und alles. Da ist bei mir kein Glitzer drin, haben manche ja irgendwie gemeint. Aber bei mir ist nichts drin. Ich habe die Farbe Natural. Und ja, das ist nach wie vor etwas, was ich täglich dann noch verwende. Auch wenn ich nicht viel mache, das kommt immer jetzt aufs Gesicht. Und das ist einfach ein matter Bronzer, der einfach sehr schön natürlich aussieht. Und deswegen auch absoluter Favorite für das gesamte Jahr gesehen. Also das letzte halbe Jahr habe ich den täglich verwendet. Und dann auch noch, glaube ich, habe ich auch mal ein Produkt des Monats dazu gemacht, ist nach wie vor meine tägliche Lieblingsmascara, die I Love Extreme von Essence. Die macht einfach schöne, lange Wimpern. Man sieht sie endlich von vorne. Sie haben einen Schwung und ich finde die einfach so toll. Und die ist so günstig und ja, absolutes Top. Dann ebenfalls etwas Neues für mich in diesem Jahr ist der Nude-Stift für die Wasserlinie. Das habe ich vorher auch nie gemacht, aber ich finde, seitdem wirken meine Augen größer. Da habe ich ja auch ein extra Video mal dazu gemacht. Ich glaube, dass das auch, ich glaube, das habe ich beides in Kombination mal in einem Produkt des Monats gemacht. Da habe ich euch das nämlich genau gezeigt, den Vorher-Nachher-Effekt. Und der ist jetzt von P2. Der Stift, den gibt es an sich so nicht mehr, glaube ich. Aber viele haben gesagt, dass es im Aldi von Lacura oder wie die Firma da heißt, gibt es auch so einen Stift, den habe ich mittlerweile gesehen und der soll ziemlich genau identisch mit ihm sein. Aber könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt einen besseren oder einen guten Nude-Stift für die Wasserlinien gefunden habt. Ja, dann weiter. Hier passend dazu ein Pinsel und das ist ein Pinsel aus dem Pinselset von Zoeva. Jetzt weiß ich gerade ein Bamboo oder wie heißt denn das Set? Ja, ich glaube Bamboo-Set. Ich bin gerade überlegen, als wenn ihr es wisst, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann schreibe ich es nämlich noch in die Infobox. Das ist mein absoluter Lieblingspinsel. Seitdem ich das jetzt habe und also ich benutze auch den dicken Pinsel als Konturpinsel und so, aber das ist der beste Lidschattenpinsel, den ich bis jetzt hatte und den verwende ich am allerliebsten. Das ist der Crease. Also es steht drauf Crease Pinsel. Ja, absolutes Top.
Absolutes Top. Absolutes Top-Produkt dieses Jahr. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Nägeln. Und da habe ich lange gebraucht. Ich habe ja sehr viele Nagellacke, aber ich habe dieses Jahr gar nicht so viele getragen. Und im Sommer hatte ich einfach viele Pinktöne, aber die habe ich ständig abgewechselt. Und deswegen habe ich mich jetzt beim Nagellack einfach auf den Winter konzentriert. Ist vielleicht für euch auch am interessantesten. Und beziehungsweise Herbst. Und da habe ich im Herbst eine Farbe getragen öfter, die überhaupt nicht herbstlich ist, aber die mir sehr gut gefällt. Und das ist dieser Nagellack hier. Das ist die Farbe 875. It's All I Can Blue von Catrice. Und ich finde es auch schön eigentlich für den Winter, weil Blau und Winter passt ganz gut. Und es ist einfach trotzdem leuchtend, macht, finde ich, gute Laune. Und deswegen ist das ein Favorit. Und ich wurde auf den auch sehr oft angesprochen, als ich ihn auf den Nägeln getragen habe. Und dann noch der hier, der ist jetzt sehr neu. Vielleicht gibt es den teilweise noch bei euch. Bei uns gibt es die LE noch teilweise. Das ist von Essence Breaking Dawn Part 2, die Limited Edition von Essence. Und das ist die Farbe 01 Jacob's Protection. Das ist der mit dem leichten Blaustich. Das ist jetzt mein persönlicher Favorit von den dreien. Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen, als ich das vor kurzem mit dem Paris Nail Design auf den Nägeln hatte. Und deswegen auch der als Favorit. So, dann bei den Haaren habe ich in diesem Jahr eine Bürste für mich entdeckt und ich liebe die über alles. Ich muss aber gleich sagen, diese Bürste habe ich nicht benutzt, um meine Haare zu kämmen. Die habe ich, bevor ihr fragt, von Aldi wollte ich sagen, von DM. Und das, also von der Firma Evelyn. Jetzt muss ich aufpassen, mich sortieren. Okay, also das ist eine Echthaarborste. Ich weiß noch nicht mehr, von welchem Tier das genau ist. Habe die Verpackung ja nicht mehr. Und damit bürste ich mir nicht die kompletten Haare. Das funktioniert nicht so gut. Aber was ich mit der den ganzen Sommer und auch jetzt noch gemacht habe, ist, wenn ich zum Beispiel einen strengen Pferdeschwanz hatte. Und dann mag ich das nicht, einfach wenn es so streng aussieht. Und dann bin ich immer hier. Ich will jetzt meine Frisur nicht zerstören. Ich habe da ein Tutorial dazu gemacht. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch in die Infobox. Jedenfalls, oder am Ende vom Video wahrscheinlich, ist hier dann die Bürste. Benutze ich immer, um hier davon diese Härchen rauszuholen, damit so ein bisschen, ja, vor allem teilst die auch gut, dann sieht es nicht. Es sieht frisch gewaschen aus und sieht einfach schön aus und es schmeichelt dem Gesicht bei mir persönlich mehr und deswegen, die habe ich ständig benutzt, also täglich eigentlich und deswegen auch Favorit für dieses Jahr. Ziemlich neu und auch noch ausführlich beim nächsten Review Day, der wird im Januar sein, habe ich dieses Produkt hier und ich mag es total gern, aber man darf nicht zu viel verwenden. Gleich mal vorweg gesagt, also bei mir persönlich, bei meinen langen Haaren reicht ein Pumper und mehr sollte man nicht nehmen. Das ist ein Haaröl von Alverde, das habe ich relativ neu entdeckt. Und ja, das ist einfach pflegend und diese fliegenden Haare, die bändigen sich, aber es kann ganz schnell fettig aussehen. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein und ich trage es wirklich nur ab hier auf, also in die langen Haare. Und das finde ich sehr, sehr gut und ja, also da werde ich aber noch eine Review dazu machen, es riecht auch sehr gut. Ja, und dann Duft, würde ich sagen, machen wir weiter. Da habe ich mein absolutes Lieblingsparfüm nach wie vor. Ich habe ja verschiedene Favoriten. Playboy, wie ihr wisst, mag ich sehr, sehr gern. Und ich hatte früher das Ralph Lauren als Lieblingsparfüm. Aber mittlerweile schon seit 2 Jahren circa ist Beyoncé mein absolutes Lieblingsparfüm. Da kommt nichts dran. Und ich mochte zuerst das Heat sehr, sehr gern. Und dann gab es ja dieses Heat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Heat Sun, Heat irgendwas. Irgendwas, was zum Sommer passt. Ich weiß es nicht. Es steht nicht drauf. Es steht nur Heat drauf. Aber es ist Orangene, der Sommerduft. Und klar, jetzt kommt wieder der Winter. Dann mag ich das Rote wieder lieber. Ich wechsle die immer ab, Sommer und Winter. Aber momentan ist immer noch das hier mein absolutes Lieblingsparfüm. Und es gibt jetzt ein neues Heat Midnight oder so. Und das muss ich mir auch noch holen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das riecht nämlich auch gut. Das ist so fürs ganze Jahr. Und das ist halt mein Sommerduft quasi. Und das normale Heat, der Winter-Favorite. So, und jetzt haben wir die kosmetischen Sachen sozusagen abgehakt. Jetzt machen wir weiter mit Styling, würde ich sagen. Dann mit was zu essen. Und am Schluss gibt es dann die Filme. Mit Styling meine ich jetzt Klamotten und so. Meine Lieblingstasche in diesem Jahr, würde ich sagen, also nach Häufigkeit des Tragens, ist diese ganz schlichte schwarze Tasche. Ich hab so viele Taschen dieses Jahr sehr gern benutzt und abgewechselt, aber die habe ich einfach, die passt zu allem und es ist wie mit dem schwarzen Kleid. Jeder sollte eine schwarze Tasche, finde ich persönlich, zu Hause haben und das ist hier meine. Die habe ich aus Frankreich, aber die gibt es so ähnlich im H&M und das ist die Firma MIM, so heißt die.
Und das ist einfach eine schwarze, einfache Tasche mit langem Henkel. Und das ist mein Taschenfavorit in diesem Jahr. Ziemlich langweilig, aber eben so ein Allrounder. Und deswegen mag ich es total gern. Und dann bei den Mützen auch wieder in diesem Jahr. Deswegen ist es schon so ein bisschen abgenutzt, aber ich finde es gerade irgendwie cool. Diese Wollmütze, die habe ich am Anfang vom Jahr getragen und habe mich schon wieder darauf gefreut, die jetzt wieder zu tragen. Und das mache ich auch, also ich trage sie nicht so sehr in Gebäuden, ich ziehe sie dann schon aus, aber die gibt einfach so toll warm. Die hatte ich auch mit in Paris dabei und habe ich auf einigen Fotos. Und ja, ein Highlight des Jahres war für mich natürlich auch Paris, muss ich auf jeden Fall sagen. Und dementsprechend dekorationsmäßig oder nutzmäßig, also dekorationsmäßig, mein Lieblingsprodukt ist hier mein Eiffelturm. Den habe ich hier direkt wirklich beim Eiffelturm gekauft. Und hier der Metallgestell-Eiffelturm, das ist ja ein Schmuckständer, da hängen jetzt auch schon ein paar Ohrringe dran. Das ist so mein Nutz-Lieblingsgegenstand, würde ich sagen, in diesem Jahr. Auf jeden Fall. Und also die Mütze und Pullover, also Kleidungsstück habe ich jetzt nur in Pullover. Allgemein ist ein Strickpullis dieses Jahr für mich auch was gewesen. Das hatte ich vorher nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich Strickpullis so hatte an sich. Das habe ich auch dieses Jahr neu für mich entdeckt und ich bin echt froh darüber. Ich habe jetzt einen an, den ich total gern mag von H&M. Und dann auch nochmal von H&M ist dieser Pulli hier. Da habe ich ja ein Foto in Instagram gepostet und ich liebe den total. Den gibt es teilweise noch. Der ist nämlich aktuell und ich mag den total gern. Und ich habe auch noch einen anderen Pulli, der ist gerade in der Wäsche. Das ist einfach ein grauer Strickpulli. Den habe ich euch auch im letzten Haul-Video, glaube ich, gezeigt. Den habe ich bei Pimke gekauft. Den finde ich auch ganz toll. Und allgemein Strickpullis sind dieses Jahr ein Highlight für mich gewesen. Weiter geht es mit den Schuhen und da habe ich dieses Jahr auch wieder was Neues für mich entdeckt. Dieses Jahr war wirklich das Jahr der Veränderung quasi. Ja, da habe ich diese Schuhe für mich entdeckt, beziehungsweise die stehen jetzt für alle Turnschuh-, Keilabsatzschuhe, die ich habe. Ich habe nämlich noch die schwarzen, die ich total gerne trage und dann habe ich auch noch solche Boots, die einen Keilabsatz haben. Einfach dieser leichte Absatz von circa 6 cm und eben dieses bequeme, ja, was nicht zu schick aussieht. Das hier mag ich einfach total gerne im Alltag. Das sind meine absoluten Lieblingsschuhe. Die habe ich jetzt von Deichmann und die hatten sie in allen Farben, aber ich musste mich da ein bisschen bremsen, wie ihr wisst, bei den Schuhen. Und auf jeden Fall sind meine Lieblingsschuhe momentan nicht flach, sondern eben so mit ganz leichtem Absatz, aber trotzdem eben fast flach und kein Absatz, dass sie sich anfühlt, als wären sie flach. Und ja, so, jetzt bevor wir zu den Filmen kommen, oder DVDs besser gesagt, sind nicht viele. Ich habe jetzt einfach nur mal die Highlights rausgegriffen, noch was zu essen. Und ich hatte mir auch überlegt, letzten Monat, da zu dem Produkt einfach wirklich ein Produkt des Monats zu machen, aber irgendwie bin ich überhaupt nicht dazu gekommen, vor lauter Stress und so. Ja, deshalb kommt es jetzt im Produkt des Jahres, weil ich das fast an jedes Essen in den letzten 3 Monaten gemacht habe. Und deshalb hier, das hier suchen. Also wie ihr wisst, mache ich ja immer noch Weight Watchers, aber jetzt nicht so, dass ich mich angemeldet habe oder irgendwas oder auch nicht so strikt, aber ich habe halt mein Kochbuch, aus dem gibt es jeden Tag ein Gericht und dadurch habe ich dieses Produkt hier entdeckt und das ist Sambal Oleg, glaube ich, spricht man es aus oder so. Und das ist einfach Paste aus rotem spanischem Pfeffer. Es sieht eigentlich aus wie Chili-Paste, aber es ist roter spanischer Pfeffer, weil diese, was ich Chili-Schote nenne, ist eigentlich irgendwie Pfeffer, spanischer Pfeffer oder so. Also es ist alles kompliziert. Egal, das hier ist auf jeden Fall das, was ich meine. Eben Paste aus rotem spanischem Pfeffer, Sambal Oleg. Von Bamboo Garden gibt es das auf jeden Fall. Und ich mag das so gern, weil ich wahnsinnig gern scharf esse. Und wie ihr seht, ist ja auch jetzt fast leer. Und da verwende ich mir nur ein ganz klein bisschen mit einem kleinen Teelöffel. Und das mag ich halt vor allem an asiatischen Gerichten, was es bei uns ja relativ oft gibt. Und ich liebe scharfes Essen. Das ist halt so richtig scharf und hat aber noch einen eigenen Geschmack, was ich total gern mag. Und dann noch hier, also da sind Stückchen drin, auch in Kerne. Und hier noch die Flüssig-Variante, die habe ich etwas später entdeckt. Von Fuego Hot Pepper Sauce Roasted Garlic. Also das heißt, da ist jetzt eigentlich im Prinzip, glaube ich, ist es das Gleiche. Nur, dass es hier keine Stückchen drin sind. Und noch gebratener Knoblauch dabei ist. Und das hat noch einen stärkeren Eigengeschmack. Aber ich mag das auch voll gern zu Nudeln oder so. Gebe ich einfach so ein bisschen drüber. Ich sage dazu auch meistens
hier Tabasco, ist aber gar kein Tabasco, aber ja, ist auch halb scharf. Aber nicht ganz so scharf wie das Gläschen. Und auch in diesem Jahr wahnsinnig oft gegessen und für mich entdeckt, so als Ersatz für Chips und andere Knabbereien, mag ich auch viel, viel lieber jetzt als Schokolade, sind Cashewnüsse, gesalzene Cashewnüsse. Und vor allem auch die hier, die sind vom Aldi, die mag ich am allerliebsten, die schmecken mir total gut. Und von denen nehme ich auch nicht zu. Das heißt, da essen wir dann so eine Dose zu zweit am Abend, wenn wir irgendwie DVD-Abend machen, ein- bis zweimal pro Woche. Und das macht sich bei mir überhaupt nicht bemerkbar auf der Waage. Und das finde ich halt gut. Und Nüsse sind ja sowieso eigentlich gesund. Natürlich nicht die Menge und nicht gesalzen. Aber ich mag die gern und deswegen esse ich die auch. So. Und jetzt zum Schluss noch ein Film, der mir jetzt spontan, also ich habe so gemacht bei den Filmen, ich habe so viele DVDs, wir schauen so viele Filme, wir gehen wöchentlich ins Kino. Aber wenn ich jetzt einfach mal so zack, ganz kurz nachdenke, ohne lang zu überlegen, war einfach das hier der Film, an den ich mich sofort erinnert habe. Dark Shadows, genau. ich will mal Brad Pitt sagen, Johnny Depp, mit Johnny Depp. Und das war jetzt nicht der mega knaller Hammerfilm, aber für mich, mir hat er so gut gefallen und ja, ich fand ihn so, so schön und deswegen ist es auf jeden Fall für mich ein Jahresfavorit und den werde ich mir auch wieder anschauen. Ich bin froh, dass wir den gekauft haben. Und dann im Kino, jetzt ganz aktuell, auch für mich eine Überraschung dieses Jahr gewesen, war Pitch Perfect. Genau, mit der einen Schauspielerin, die schon bei Twilight mitgespielt hat. Und ich war so positiv von diesem Film überrascht, dass es auch auf jeden Fall ein Favorit wird. Und ich werde mir den auch noch kaufen auf DVD, wenn er dann irgendwann rauskommt und nicht mehr 16 Euro kostet oder so. Das ist echt ein toller Film, den ich euch empfehlen kann, der mir gut gefallen hat. Ich war einfach sehr positiv überrascht und so, jetzt kommen wir zum letzten Produkt des Jahres. Das war, glaube ich, bei meinem ersten Produkt des Monats, das Produkt. Und da war ich bei Staffel 2 und jetzt bin ich bei Staffel 7 angelangt. Ich freue mich total, dass ich die jetzt bekommen habe im Angebot. Wenn es die noch im Angebot gibt, werde ich es euch in die Infobox verlinken. Die hat nämlich die ganze Zeit, also die Staffel 7 jetzt, hat die ganze Zeit über 30 Euro gekostet. Wobei die anderen Staffeln drunter alle nur so 15 Euro gekostet haben. Und jetzt war die im Angebot für 17 Euro, da habe ich sie gleich bestellt und bin echt froh, dass ich sie habe. Und jetzt sind wir da schon dran und ich bin traurig, weil es bald vorbei ist. Nur noch dann die 8. Staffel haben wir vor uns und ich liebe die Serie immer noch über alles. Und wenn ihr mir vielleicht einen Ersatz habt, was wir als nächstes gucken können, dann schreibt mir mal in die Kommentare. Und allgemein würde ich mich super freuen, wenn ihr mir in die Kommentare eure Favoriten des Jahres schreiben würdet. Also was ist so euer Produkt des Jahres oder so. Bitte, bitte lasst mir nochmal einen Kommentar da. Und falls wir uns jetzt nicht mehr sehen, wünsche ich euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und hoffentlich sehen wir uns dann auch wieder. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!